denkst du darüber nach, weniger Kohlenhydrate zu essen? Ich habe 2 Jahre lang auch auf Kohlenhydrate verzichtet und einen hohen Preis bezahlt. Ich kenne natürlich auch die Gründe, die dafür sprechen, kohlenhydratarm zu essen. Aber im Laufe der Jahre ist etwas passiert in der gesamten Low-Carb-Szene, was du garantiert nicht auf dem Schirm hast und ich dir heute präsentieren werde. Und das ist nicht die Langzeitstudie der Harvard University, die gerade zu Ende gegangen ist und die auch in aller Munde ist. Die Studie ist essentiell für jeden, der sich mit Ernährung beschäftigt. 380.000 Teilnehmer über 23 Jahre lang beobachtet und das Ergebnis letztlich auch, wenn du Kohlenhydrate minimieren möchtest im Rahmen einer Low-Carb-Diät, hast du ein 38% höheres Sterberisiko. Und das nicht nur durch Krebs und kardiovaskuläre Erkrankungen, was auf der Hand liegt, sondern generell erhöht sich das Risiko, dass du stirbst um 38%, wenn du die Kohlenhydrate meidest. Zur Studie gibt es natürlich schon die ersten Reaktionen. Gehen wir natürlich auch darauf ein. Genau wie auch auf den Gewichtsverlust, den ich erfolgreicherweise auch hatte, 2 Jahre lang mit Low Carb, aber dafür auch einen Preis bezahlt habe. Viele Informationen heute und du kannst genau abwägen, ob du Low Carb, Atkins, Paleo, Keto oder Logi Diät machen möchtest. Denn all diese Diäten basieren auf ähnlichen Prinzipien. Die aktuelle Harvard-Studie konzentrierte sich nicht nur auf ungesunde Low-Carb-Diäten, das ist ein häufiges und berechtigtes Gegenargument bei solchen Untersuchungen, sondern es ist de facto so, dass Menschen, die sich ungesund ernähren, ganz automatisch oft sich Low-Carb ernähren. Also die Forscher wählten für ihre bisherigen Studien nicht absichtlich, auch wenn sie das halt eben leider dann doch gewählt haben, nicht absichtlich ungesunde Low-Carb-Diäten, sondern wer sich ungesund ernährt, der macht meist automatisch eine Low-Carb-Diät. Alleine das hätte mir oder sollte uns allen schon zu denken geben. Aber die Harvard-Studie hat verschiedene Low-Carb-Diäten gerade hinsichtlich ihres Anteils an gesättigten Fetten betrachtet, was oftmals der Faktor für eine ungesunde Ernährung besonders ist. Das Alarmierendste für mich ist, nicht nur die ungesunde Low-Carb-Diät mit hohem Anteil an gesättigten Fetten und hohem Anteil an tierischen Produkten war gefährlich, selbst eine typische als nicht ungesund geltende Low-Carb-Diät zeigt erhöhte Sterblichkeitsraten. Ein weiter wichtiger Punkt, der da gar nicht berücksichtigt wurde, ist der Haarausfall. Das ist oft eine der ersten Reaktionen auf eine Low-Carb-Umstellung und für viele extrem wichtig zu wissen, denn die Haare kommen nicht wieder. Interessanter Sidefact. Ich habe bis 34 Jahre wie mein Papa ganz starken Haarausfall gehabt und seitdem ich auf eine pflanzenbasierte Ernährung umgeschwenkt bin, ist da fast Stillstand eingetreten. Schaut euch mal die ersten Videos von mir von vor 10 Jahren an. Und vergleiche das mal mit jetzt. Ich habe da auch mal einen Screenshot gemacht, wo man den zurückgegangenen Ansatz hier wunderbar erkennt. Hier 2014, da war ich noch omnivor unterwegs. Und innerhalb weniger Jahre zuvor sind meine Haare radikal zurückgegangen, bis an dem Punkt. Angefangen damals eben mit davor immer noch ungefähr so 5-6 Jahre der Low-Carb-Diät. Aber damals hatte ich die Verbindung noch gar nicht gemacht. Aber schauen wir jetzt mal 2023, das sind 10 Jahre später, kein Photoshop. Dafür, dass ich quasi früher zuschauen konnte, wie meine Haare ausgefallen sind, hat sich recht wenig getan in den letzten 10 Jahren. Das ist für mich ein ganz klares, positives Zeichen. Warum fallen eigentlich die Haare bei Low-Carb-Diäten aus? Aber lass uns ganz kurz noch die Studie von Harvard zu Ende bringen. Also kardiovaskuläre Erkrankungen und Krebs bei Low-Carb erhöht. Und das gilt sowohl für die sogenannten ungesunden Low-Carb-Diäten, als auch, und das ist das Bedeutendste für mich, für die Low-Carb-Diät, die nicht explizit als ungesund gilt, also eine normale Low-Carb-Diät. Also das Hauptargument, was immer wieder hervorgebracht wird, das wurde hier ganz genau adressiert. Was dann noch interessanter ist und dann auch zu dem krassen Mindblowing-Effekt, zu dem wir heute am Ende noch kommen werden, führt, ist Folgendes. Man hat dann mit einer restriktiven Low-Carb-Diät, also die explizit darauf ausgerichtet ist, alles perfekt zu machen, dann tatsächlich diese Sterblichkeitserhöhung mit einer Low-Carb-Diät aufhalten können, aber man hat dann mit einer Low-Fat-Diät dieselben Effekte erreicht, obwohl man da gar nicht irgendwie drauf geachtet hat, wie nur einfach, lass Fett weg. Also wenn du ohne besondere Rücksicht auf gesund und ungesund dich ernährst, dann führt eine fettarme Kost zu denselben Effekten, wie wenn du Kohlenhydrat dich ernährst, aber ganz explizit darauf achtest, dass du dich gesund ernährst. Entsprechend ist auch eine bewusst gesund durchgeführte Low-Fat-Diät, also das Pendant zur bewusst gesundheitsaffinen Low-Carb-Diät, dann tatsächlich auch die am besten performendste Ernährungsform in der Studie. Also an der Stelle nochmal deutlich, nur eine strikt kontrollierte und idealisierte Low-Carb-Diät kann die erhöhte Sterblichkeitsrate dann auch ausgleichen. Aber was du dazu brauchst, da kommen wir noch dazu.
Was mir persönlich in den 2 Jahren Low Carb aufgefallen ist, war auch der schlechtere Schlaf und generell die etwas gedrücktere Stimmung nach ein paar Monaten. Aber dadurch, dass ich abgenommen hatte, war es okay für mich. Ich hatte das gut akzeptieren können. Die Gewichtsabnahme war das Wichtigste für mich. Ich wusste damals leider noch nicht, dass natürlich Kohlenhydrate viel stärker Wasser binden und der Gewichtsverlust am Anfang lediglich der Wasserverlust war. Doch dann passierte eben nicht mehr viel. Außer ja, der Schlaf zum Beispiel. Ich hatte wegen meinem Rückenproblem, habe einen doppelten Bandscheibenvorfall bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Schlafproblem dann auch lösen konnte. Dazu gibt es auch schon Videos hier auf dem Kanal. Ich schon immer nicht gut durchschlafen können, aber immer so die ersten 3-4 Stunden geschlafen und dann war nur noch Tortur. Mit Low Carb verschlimmerten sich meine Schlafprobleme nochmal erheblich. Der Grund, ein Kohlenhydratmangel kann den Serotoninspiegel im Gehirn beeinflussen und so den Schlaf stören. Und zwar schon direkt nach dem Einschlafen. Also ich konnte nicht mal die ersten 3-4 Stunden gut schlafen. Aber nicht nur Kohlenhydratmangel, sondern auch ein Übermaß an bestimmten Aminosäuren kann verhindern, dass Serotonin die Blut-Hirn-Schranke passiert. Warum? Ganz einfach. Überleben ist evolutionsbiologisch für einen Menschen wichtig. Und viel wichtiger, als glücklich zu sein. Ja, ist dumm gelaufen für alle Menschen, die glücklich sein wollen. Also du hast gar keine Chance, diesem Kreislauf zu entkommen. Außer du supplementierst recht viel und greifst auch auf hochindustriell gefertigte Lebensmittel zurück, wo du isoliert spezielle Nährstoffe zu dir nehmen kannst. Aber das kommt für mich als jemand, der ja über all die Jahrzehnte ganz klar sagen kann, dass die besten Effekte nur von natürlichen Lebensmitteln, von ganzen Lebensmitteln kommen und auch die besten Effekte auf die Gesundheit hatten, nicht in Frage. Dieser Punkt, also Nahrungsergänzung, auch im Bereich der veganen Ernährung, ist sowieso das größte Missverständnis in der gesamten Ernährungswissenschaft. Tatsächlich ist dies weniger ein Missverständnis als vielmehr eine durch die Marktwirtschaft bedingter Prozess. An der Stelle nur kurz. Abgesehen von Vitamin D3 und möglicherweise oder D2 und möglicherweise B12 sind Nahrungsergänzungsmittel oft überflüssig und können sogar mehr schaden als nutzen. Nicht unbedingt das Mittel als solches, sondern wer sie einnimmt, achtet nicht mehr auf eine vollwertige Ernährung und denkt, er hätte seinen Bedarf gedeckt, obwohl die Berechnungen, die den Empfehlungen zugrunde liegen, dem RDA, als Basis Menschen mit echten Lebensmitteln hatten. Und die entsprechenden Kofaktoren und die natürlichen Symbionten in der normalen Ernährung sind somit nicht mehr existent und müssten dann zusätzlich ergänzt werden. Ich hatte das ja in meinem Jod-Experiment dann auch mehr oder weniger erfolgreich gemacht, als ich mein Thyroxin absetzen bzw. es gar nicht nehmen musste und auch Hashimoto, die Autoimmunerkrankung, loswerden konnte. Alles führt immer wieder zum selben Ende und trotzdem erwischt es immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Aber so langsam habe ich das verstanden. Danke, liebe Natur. So langsam macht's Klick bei mir. Was passiert eigentlich genau im Körper bei Low-Carb-Diäten? Aber lass uns kurz das Haarthema noch zu Ende bringen. Zum einen kann ein Mangel an wichtigen Nährstoffen die Gesundheit der Haarfollikel beeinträchtigen. Wenn man auf Obst und weitestgehend auf Gemüse verzichtet, muss man sowieso ganz schön rudern, um ja, einfache Nährstoffe zu sich nehmen, die normalerweise eigentlich gar kein Problem darstellen, weil sie die Natur im Überfluss für uns bereitstellt. Die Umstellung auf Low Carb oder eine ketogene Ernährung ist zudem, wie selbst die überzeugtesten Befürworter zugeben, nicht gerade einfach für uns. Biologisch bedeutet das, dass es ein enormer Stressfaktor für den Körper ist, auf Ketokörper umzustellen oder generell einfach ja, eine Low Carb Ernährung durchzuziehen, obwohl man sie nicht intrinsisch so machen würde. Gerade weil der Körper ja völlig natürlich Vollkornprodukte, Obst und Gemüse ja, gerne haben möchte, und wenn manchmal auch so Cravings haben, wie aber dann mit dem Verstand so ein Stoppschild hinstellt, entsteht Stress. Aber insbesondere leistungsorientierte Sportler setzen auf eine Ernährung, die reich an komplexen Kohlenhydraten ist. Sie benötigen Kohlenhydrate für schnelle Energie und gerade bei Sportlern merkt man das sofort, weil dann hat man ein super gutes Körpergefühl und gerade bei intensiven Trainingseinheiten. Selbst wenn der Körper auf Ketose umgestellt hat, zeigt die Sportwissenschaft klar, dass Kohlenhydrate als saubere und schnellere Energiequelle immer die Nase vorne haben. Gerade weil die Psyche im Sport, vor allem im Hochleistungssport, eine so große Rolle spielt. Und ich sagte ja schon, mehr Müdigkeit, schlechtere Laune und auch Konzentrationsschwierigkeiten sind oft Begleiterscheinungen einer Low-Carb-Diät. Also immer so ein bisschen angefressen. Und ja, daher verwundert es auch nicht, dass der wohl am meist zitierteste Ernährungsforscher Frank Hu von der Harvard eben eine ausgewogene Ernährung empfiehlt. Wie im Übrigen, das sollte auch mal erwähnt werden, die meisten Ernährungswissenschaftler. Ich rede nicht von Ernährungsberatern, sondern wirklich von Ernährungswissenschaftlern. Also Psyche. Das Gehirn verwendet Glucose als Hauptenergiequelle. Bei einem Mangel an Kohlenhydraten spürst du das direkt im Gehirn. Reizbarkeit ist entsprechend eines dieser Symptome für Low-Carb-Diät. Vielleicht gibt es daher auch immer diese bösen Reaction-Videos auf kritische
Aussagen zu Low Carb oder zu Ketogen. Wer weiß. Mit den Haaren waren wir auch noch nicht durch. Also Nährstoffmangel, der durchaus auch umgangen werden kann, ne? Aber Stress durch Umstellung. Wenn dazu noch Schlafmangel kommt, du erinnerst dich auch, einer der Probleme bei einer Low-Carb-Ernährung und das fehlende Serotonin, ach ja, Serotonin, ganz kurz, brauchst du nicht supplementieren, kommt eben durch die vielen Aminosäuren im Blut eh nicht im Gehirn an. Viele versuchen das dann mit HTP5, das ist 5-Hydroxytryptophan, ist ein Vorläufer von Serotonin, da so ein bisschen gegenzusteuern, geht auch bedingt. Aber ist wieder eins der Dinge, die du im gesunden Low-Carb-Bereich brauchst, wenn du gut schlafen und glücklich sein willst, aber nichts mit natürlicher Ernährung zu tun hat. Leider führt dann aber wieder das sogenannte Serotonin-Syndrom, was mit Verwirrtheit, Schwitzen und schnellen Herzschlag einhergeht, auch wieder dazu, dass du ein neues Problem bekommst. Das ist ein generelles Problem. Denn wenn wir durch Lebensmittel die Nährstoffe aufnehmen, die wir brauchen, gibt es gewisse Puffersysteme, Neutralisierung und eben durch die Lebensmittel selber auch oft hemmende Substanzen, die aktiv werden, wenn wir zu viel von einem Molekül aufnehmen. Wenn wir supplementieren, sind wir dafür verantwortlich, da gibt es keinen natürlichen Stopp. Also, wenn wir dann den Schlaf wieder unter Kontrolle kriegen, ist die Umstellung auf Low Carb trotzdem ein Stressor und das begünstigt Haarausfall. Wenn man dann tatsächlich noch versucht, ketogen zu werden, dann werden häufig die Proteine zugunsten von gesunden Fetten vernachlässigt. Haarausfall ist oft eng verbunden mit zu wenig Protein in der Ernährung, unabhängig jetzt von der Umstellung auf Low Carb. Das sollte eigentlich bei Low Carb kein Problem sein, zu wenig Proteine, aber dort sind es dann halt eben meist zu viel. Aber wenn es Richtung Ketogen geht, dann kann das sogar auch noch passieren. Last but not least begünstigen Störungen der Schilddrüse auch Haarausfall. Und es wird nicht überraschen, dass die ganzen negativen Begleiterscheinungen bei der Umstellung auf Low Carb ja nicht dazu führen, dass deine Schilddrüse besser funktioniert. Sie reagiert nämlich auch recht schnell auf Stress. Hast du vielleicht selber auch schon mal bemerkt. Gehen wir mal davon aus, dass du vielleicht ein paar Haare gelassen hast, dich super gut informiert hast, dadurch die Sterblichkeit aufgehalten hast und kannst dich mit Supplementen über Wasser halten und diese ganzen negativen Effekte, die wir bisher genannt haben, so ein bisschen ausgleichen. Dann kommt leider das nächste Problem und das ist schon fast die Zielgerade zu dem massiven Block, der einfach mal jeden Gedanken an Low Carb stoppen wird. Kommen wir aber erstmal zum Darm. Nicht erst seit Darm mit Charme wissen wir alle, wie wichtig der Darm ist. Und es ist keine Überraschung, dass die Professoren und Doktoren in der Harvard-Studie auch direkt als weitere Gründe neben hohen Cholesterin und mangelnden Nährstoffen einen ungesunden Darm und damit auch ein schlechteres Immunsystem bei einer Low-Carb-Diät festgestellt haben. Der offensichtliche Grund? Das Fehlen von Ballaststoffen. Ballaststoffsupplements wie Flohsamenpulver zählen da oft zu den Rettern in der Not in der Low-Carb-Diät. Da leider tatsächlich viele Low-Carber irgendwie auch Gemüse weitestgehend meiden. Das ist mein Eindruck. Obwohl gerade Brokkoli, Blumenkohl, Spinat super gut in eine ketogene Diät passen würden, auch wenn ich sie nicht empfehle. Aber wenn du es schon machst, ja, dann isst Gemüse, das passt gut rein. Und jetzt wird das alles schon ein bisschen klarer. Jetzt wird so ein Strick draus, im wahrsten Sinne des Wortes. Ketogen gesund oder Low-Carb gesund und mit wenig Supplementen zu machen, bedeutet extrem viel Information zu akquirieren, da es zum einen keine langfristigen Studien zur ketogenen Ernährung gibt und man davon immer genau up-to-date bleiben muss, was da jetzt kommt an neuen Informationen, wie jetzt zum Beispiel die Harvard-Studie, und weil es zwar oft beworben wird, lange dran zu bleiben bei Low Carb und Ketogen und so, aber die meisten merken schon von selber, dass der Körper klare Signale gibt und man muss sich dann wirklich dazu zwingen. Und warum wird es denn so überproportional stark vertreten? Wenn er gelernter Diplom-Betriebswirt und kann nicht nur aus dem Studium, sondern auch aus den Kontakten mit Influencern und Firmen über all die Jahre sagen, und damit meine ich nicht nur irgendwie die böse Low Carb-Szene, sondern auch alle anderen Szenen und auch die Rohkostszene ist auch nicht verschont davon. Nahrungsergänzungsmittel sind eine Goldgrube für die Influencer und natürlich auch für die Wirtschaft, aus der ich ganz bewusst nicht schöpfe, weil es so viele negative Aspekte für die Gesundheit hat. Ganzheitlich. Überall, wo Geld im Spiel ist, gibt es viele, die profitieren wollen. Und bei Nahrungsergänzungen gibt es viel Geld zu verteilen. Ich habe 3 Jahre lang, sogar ohne dass ich für die Nahrungsergänzung geworben habe, ständig was von 2 Firmen zugeschickt bekommen, die jetzt auch relativ oben bei Amazon gerankt sind. Ich sehe geschätzte YouTube-Kollegen und Kolleginnen, die in der Vergangenheit cool unterwegs waren und sehr natürlich auch aktuell diesem süßen Gift des Geldes erliegen und ihre Prinzipien so ein bisschen über Bord werfen. Manchmal bewusst und manchmal tatsächlich etwas, ein wenig blauäugig. Die Idee, wir Menschen könnten im Pillenwerk auch nur annähernd so etwas Gesundes und Wertvolles schaffen wie in der Natur, ist schon putzig. Aber ich mache da niemandem einen Vorwurf. Ich selber habe die erste Hälfte meines Lebens auch gedacht, Geld macht glücklich und mein Leben so extrem drauf ausgerichtet wie wahrscheinlich kaum ein anderer. Aber das ist der Punkt, wo viel Geld ist. Und ich erzähle euch hoffentlich nichts Neues, wenn ich
euch sage, dass die Pharmazieunternehmen mittlerweile ganz dicke mit in der Nahrungsmittelergänzungsindustrie drin stecken, weil so viel Geld verdient wird, wird auch viel Geld investiert. In Influencer, in Werbung. Natürlich auch in Studien, die man irgendwie versucht zu drehen, wie seinerseits auch die Milch- und Käseindustrie, die es mehr schlecht als recht geschafft haben. Aber selbst das muss man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so intensiv machen. Mittlerweile glauben die Menschen recht schnell anderen Menschen, weil sie sich keine Zeit mehr nehmen, selber in den Primärquellen zu recherchieren. Und anstatt wirklichen Experten zu vertrauen, wie auch den Professor Dr. Andreas Michaelsen, das ist der Chefarzt für Naturheilkunde am Immanuel-Krankenhaus in Berlin, sehr, sehr auch natürlich ausgerichtet, der explizit als die ketogene Diät als gesundheitlich gefährlich beschreibt, was nun nach der Harvard-Studie noch berechtigt erscheint, vertraut man dann halt eben mehr den Influencern. Naja, also bitte auch mir nicht blind vertrauen. Auch wenn mich jetzt zumindest das Geld nicht mehr lockt, da ich den Fehler schon begangen habe, so kann ich trotzdem auch Fehler machen. Ich kann in Sachen in der Recherche unbewusst ausblenden, selektive Wahrnehmung oder Fehler in der Übersetzung machen, da die meisten Originalquellen Englisch sind. Kann alles passieren. Immer selber checken. Ich gebe meine Quellen auch immer in der Infobox an, wie auch heute die Harvard-Studie. Und da könnt ihr dann auch einfach selber nachgucken. Es machen einfach die wenigsten. Aber wenn, Daumen nach oben für euch. Also in diesem Zusammenhang erkennt man, warum Low Carb nicht einfach verschwindet, sondern unter neuem Namen immer wieder auftaucht. South Beach Diät ist übrigens der neueste Schrei. In den 2000ern entwickelt, auch eine Low Carb Diät mit denselben Problemen. Und immer wenn man das eine dann sozusagen offenkundig erklärt hat, dass das halt schlecht ist und auch gezeigt hat, dass das schlecht ist, dann kommen Argumente, dann kommt, ja, die sind nur nicht gut genug geführt und jetzt gibt es eine neue Diät, aber halt nur unter einem neuen Namen. Und da fängt das ganze Spiel von vorne an. Das ganze Spiel um Geld, um Einfluss, da kann ich euch wirklich nur vorwarnen. Aber macht bitte eure eigenen Fehler. Ich habe meine Fehler auch gemacht und ich bin mit Sicherheit niemand, der da mit einem Stein im Glashaus wirft. Und immerhin, ich habe ja meine Gewichtsreduktion durch die Low-Carb-Diät, also durch diesen Wasserverlust, ja, damals auch gefeiert und ich habe das ja auch halten können, das Gewicht. Also ich habe das tatsächlich abgenommen. Allerdings, oh Wunder, musste ich da auch zu Ergänzungen greifen. Unter anderem Orlistat, weil das viele Fett teilweise dann einfach unverdaut wieder ausgeschieden wurde. Und ja, das hat aber den Nieren dann geschadet. Diesen Preis musste ich zahlen. Das ist das, was ich dir heute wirklich deutlich klar machen möchte. Low Carb ist nur auf den ersten Blick eine Ernährungsweise. Es ist vielmehr eine milliardenschwere Industrie, die mit Aspartam, Acesulfam K, mit extrahierten Proteinen, chemischen Bindemitteln, Phosphaten und Salzen eine unglaubliche Batterie an Pseudo-Lebensmitteln aufgebaut hat, welche Nahrungsergänzungen produziert und welche schon fast unausweichlich in dieser Ernährungsform sind. Wenn man zumindest diese strikten Pläne einhält, um die Sterblichkeit nicht zu erhöhen und damit auch seine eigenen körpereigenen Bedürfnisse ignoriert. Es ist der Zeitgeist, der Dominanz des Verstandes, der Manipulation durch Medien und der Verlust der Autorität der Natur, dass wir denken, wir könnten alles besser und verrennen uns immer mehr und immer mehr. Und dabei profitieren wie meistens ein paar wenige, die clever genug sind, auf Kosten vieler Menschen, die auf der Suche nach einer gesünderen Lebensweise sind. Und das ist so einfach, sich gesund zu ernähren, siehe mein neues Buch. Ich selber bin auch in die Falle getappt. In meinem Buch Endlich Frieden, das ältere Buch, könnt ihr nachlesen, wie ich selbst zahlreiche Diäten ausprobiert war, immer auf der Suche nach dem schnellen Fix und alles diszipliniert auch durchgezogen habe. Ich war genau an derselben Stelle. Aber Gesundheit liegt in der Mitte. Auf die Ernährung bezogen ist es eine ausgewogene Ernährung mit allen Makronährstoffen. Der eine braucht etwas mehr Fett, der andere braucht etwas mehr Kohlenhydrate. Unter anderem ein bisschen mehr Protein. Warum und weswegen findet ihr auch in meinem neuen Buch. Das neueste Buch Essen lernt für Erwachsene kann ich jedem ans Herz legen. Lasst die Finger von Low Carb oder Ketogen, sonst werdet ihr ausgesaugt. Finanziell, körperlich und psychisch. Ihr macht zusätzlich euch abhängig von der Industrie und ihr entfremdet euch von dem wichtigsten Taktgeber für eure Gesundheit. Und das seid ihr selber. Du selber bist der größte Experte für deinen Körper. Du hast das größte Interesse an deiner Gesundheit. Also hör auf dich selber, hör auf deinen Körper. Dann kannst du gerne mal, wie ich auch, ein paar Jahre Low Carb machen. Und dann vergleich das mal vielleicht ein paar Jahre mit einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung. Also wirklich einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung. Ohne Supplemente. Und du wärst der Erste, den ich persönlich kenne, der sagen könnte, Low Carb würde ihm besser tun als eine vollwertige pflanzliche Ernährung. Das Problem ist auch da wieder, es werden einige Lebensmittel wie Getreide stigmatisiert, die unglaublich wichtig sind. An der Stelle kann man nicht mehr von einer vollwertigen veganen Ernährung sprechen. Auch wenn jemand zu 100% Rohkost ist, kann es sein, dass durch diesen Dogmatismus er gewisse Lebensmittel, die er eigentlich gerne essen würde, wo der Körper sagt, ja, das möchte ich, wo er das einfach ausblendet. Also es ist nicht so einfach mit einer vollwertigen veganen Ernährung. Seit 10 Jahren biete ich ja auch aktiv Ernährungsberatung an und begleite auch
teilweise über viele Jahre Menschen und kann sagen, es ist nicht so einfach, da auszubrechen und Glaubenssätze zu verlieren. Aber ich merke an den Erfolgen auch von meinen Klienten, dass es halt, ja, es ist einfach, aber in diese Einfachheit zu kommen, das ist das Schwierige, weil wir denken, es muss kompliziert, es muss teuer und es muss in irgendeiner Weise schwierig sein im Leben, um Erfolg zu haben. Muss es aber nicht. Ich hoffe, diese Informationen und auch die Studie waren heute hilfreich für dich, dass du mal darüber nachdenkst, falls du mit dem Gedanken spielst, dich kohlenhydratarm zu ernähren. Und wenn du neu hier bist, abonniere gerne diesen Kanal, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du mal von Grund auf entspannt die beste Ernährung für dich finden möchtest, dann bestell dir tatsächlich mein neues Buch Essen lernen für Erwachsene. Ich glaube, das Buch ist einzigartig, nicht nur, weil es genauso einfaches Cover hat wie die meisten meiner Bücher und daher nicht so diesem Mainstream genügen, sondern weil das, was da drin steht, wirklich etwas ist, was ich in keinem anderen Buch gelesen habe und entsprechend deswegen schreibe ich nur Bücher. Wenn es sowas noch nicht gibt und nicht das 100. Buch zur gesunden veganen Ernährung oder solche Sachen. Bei mir gibt es nur Bücher, die tatsächlich geschrieben werden mussten und das Buch musste geschrieben werden. Genug der Eigenwerbung, das muss auch sein. Ich hoffe, ihr genießt den Content hier und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Samu.